Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Mechadrills Schlachtpläne. Ist eine Dropquest, die man bekommt durch dieses Item hier. Das Item kann droppen von den Mobs in diesem Gebiet. Allerdings nur, soweit ich weiß, wenn man eine von diesen zwei Quests hier im Questlog hat oder auch vielleicht, wenn man sie schon abgeschlossen hat. Ich nehme einfach mal eine davon an, um es euch zu zeigen. Kann sie auch ausblenden, völlig egal. In diesem Gebiet hier sind die Mobs. Und da töte ich mal einen. Normalerweise dürfte gleich der erste Mob das Quest-Item droppen. Jawohl. Ist auch automatisch angenommen. Nun darf man Mechadrills Schlachtpläne finden. Zeige euch, wo sich diese befinden. Versuche möglichst wenig zu adden. Laufe hier hinunter. Und hier bekämpfe ich einige Mobs, weil die im Weg sind. So, die Mobs hier schlafen. Mal schauen, ob ich so vorbeikomme. Nein, die wachen gleich auf. Töte sie also. Geht ja ziemlich flott. Hab's gleich. Sollte euch dieses Video helfen, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt und oder meinen Kanal abonniert. Mechadrills Pläne befinden sich in diesem Zelt. Hier auch die Map. Also hineinlaufen, looten dieses Buch hier auf dem Tisch. Und die Quest ist bereit zur Abgabe. Laufe nun zurück, oder versuche es zumindest. Gibt jetzt verschiedene Wege zurückzukommen. Ich hoffe, dass ich nicht abgemountet werde. So. Und da bin ich schon. Quest ist abzugeben bei Anders Prinz Galivix im Divagardesund an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao.